heißt, okay, es ist einfach, das gehört dazu. Müssen wir die letzte Woche, es ist so, wir haben heute und morgen ein bisschen zu tun, aber das gehört dazu und das machen wir auch nicht besonders gerne, aber einige Spieler schon, aber ja, machen wir. Jetzt Spezialisten gegeben und noch heute Morgen mit einer neuen Frisur erschienen. Ja klar, schöne Frisur, schön rasiert, ein bisschen Gel. Heute, ich denke, einige wollen noch Gel kaufen und haben sehr schön ausgesehen. Eine lange und vor allem strenge Vorbereitung geht langsam aber sicher zu Ende. Was überwiegt jetzt mehr? Ist es die Erleichterung, dass die Vorbereitung durch ist, oder die Vorfreude auf den ersten Mal? Ganz klar die Vorfreude, weil ja, als Spieler, du weißt auch, dass die Vorbereitung hart ist. Das ist ganz wichtig und ganz nötig. Und du freust dich immer auf das erste Spiel. Und wir wissen jetzt, es geht Schlag auf Schlag, es geht so schnell. Wir haben sehr viele Spiele. Ich denke, in 6 Wochen etwa 11, 12 Spiele. Also wir wissen, jeden 3 Tage werden wir spielen. Und das ist schön, wir freuen uns, weil für einen Spieler gibt es nicht schöner als spielen. Die 2 letzten Testspiele, die man am Uhrencup bestreiten konnte, gegen absolute Top-Gegner, 2 Riesen Kaliber, die man durchaus erfolgreich hat bestreiten konnte. Wie wichtig ist auch das noch gewesen, jetzt im Hinblick auf die ersten paar Pflichtspiele? Ja, das ist immer wichtig, gegen einen internationalen Gegner zu spielen. Und ich denke, das war ein guter Test von uns beide. Gegen Stoth haben wir, also die 2 Spieler haben wir 3 Stände Bälle bekommen, aber sonst offensiv auch sehr viel kreiert und wir waren präsent, auch im Spiel, das war gut. Und ja, es ist nur Vorbereitung, das ist klar, aber wir haben das ganz ernst genommen, das ist auch ein gutes Zeichen und das sind ein optimales, ich denke, Ergebnis auch gegen Benfica für unser Vertrauen, für unsere, ja, um alles und unsere Arbeit von dieser Vorbereitung zu belohnen, um einen guten Start dieser Saison zu machen. Die Saisonplanung hat diesen echten Knaller zum ersten Spiel beschert. Der Knüller gegen Basel, wie glücklich ist die Mannschaft über die Ansätze? Ja, wir freuen uns, ganz klar. Egal gegen wer, aber gegen Basel ist noch etwas spezieller. Es ist ein großes Spiel hier zu Hause vor unseren Fans und das ist eine gute Gelegenheit für uns, uns zu zeigen, auch für diese gute Saison, einen guten Start zu machen. Und dann haben wir Dynamo Kiew, also es geht sofort los und wie gesagt, wir freuen uns. Dynamo Kiew, du hast es schon angesprochen, das Los, das uns in der Champions League Auslosung ist zuteil geworden. Was sind da die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf sind? Ja, ist klar, eine Top-Mannschaft, die spielt normalerweise Champions League mit viel Erfahrung von ganz hohem Niveau. Sie waren jetzt 2. hinter Shakhtar Donetsk, also die werden auch uns ein bisschen analysieren. Die werden auch wissen, dass wir in Shakhtar geschlagen. Sie werden uns sicher nicht unterschätzen. Ganz klar sind sie Favorit, aber ich denke, wir haben auch unsere Chance, wenn wir ganz, ganz gut agieren, wie wir haben letztes Jahr gemacht. Also, merci vielmals und guten Start.